Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Fahrradfahrer, und endlich ist es soweit. Heute fahre ich nach Norden und ich mache eine der 4 Touren die ich geplant habe. Ich freue mich total, endlich. Leider passt das Wetter nicht wirklich. Es wird regnen heute und vor allem kommt der Wind vom Nordwesten. Also ich werde ein bisschen gegen Wind fahren es ist auch eine Windwarnung. Es werden Böen bis 50 km/h geben. Also wohin fahre ich heute? Also ich fahre auf meinem beliebten, geliebten Oder-Neiße Radweg. Und das Ziel ist Uckermünde auf dem Oder-Neiße Radweg. Einen großen Teil der Strecke kenne ich schon, weil als ich nach Stettin gefahren bin im letzten Jahr, bin ich genau diesen Weg gefahren. Aber ich werde abbiegen und weiter nach Norden in Richtung Ostsee fahren. Also ich fahre zuerst nach Eberswalde, dann durch Korin, aber ich werde keinen Weg nach Brodowin und Parstein nehmen, wegen Kopfsteinpflaster. Ich fahre auf der Straße. Jetzt kommt eine Tram. Dann fahre ich weiter in Richtung Angermünde. Und dann lande ich auf dem Oder-Neiße Radweg, dann Schwedt kommt und weiter Garz, Mescherin, Löcknitz und dann weiter in Richtung Uckermünde. Es werden insgesamt 228 Kilometer, aber es werden bestimmt mehr, weil ich habe mich verfahren, ich habe eine falsche Strecke geladen auf dem Navi. Ganz blöd, heute ist es schlecht angefangen. Ich hatte eine Stunde Verspätung, also ich bin tatsächlich um 4 gestartet, weil meine Tasche hat nicht so gut gepasst. Ich hatte eine neue Tasche, größere, aber mein Rahmen ist so klein und die Tasche hat hintergeschleift. Deswegen musste ich alles umpacken, zurückfahren, 1 Kilometer zurückfahren. Ganz stressig, aber egal, wenn ich ankomme, komme ich an. Ich muss mich beeilen. Sven wird mich ein Stück begleiten bis später und dann fährt er zurück. Und ich melde mich später. Genug geredet, ich fahre los. Ich hoffe, ich komme an. Echt, heute sieht nicht so gut aus. Let's go. So, liebe Freunde, ich habe Sven getroffen, endlich. Morgen. Er ist hinter mir gerannt, aber er hat mich gefunden und guckt euch das Fahrrad an. Also neues Fahrrad, echt, ich bin fast neidisch. Aber ich sollte das nicht laut sagen. Nö. Das ist auch super. Ja, natürlich, das Beste auf der Welt. So, jetzt fahren wir wirklich los und schnell nach Norden. Bis gleich. Biesenthal erreicht, er läuft ganz gut. Das Problem, also Luftfeuchtigkeit 100% gefühlt. Es hat gerade geregnet. Also vielleicht diese Verspätung war nicht so schlimm, weil wir den Regen verpasst haben. Aber weiter. Mein Arsch ist nass. Schutzbleche, Sven. Ja, Schutzbleche. Zwischen Biesenthal und Eberswalde werde ich nicht so viele Aufnahmen machen, weil wir fahren auf der Landstraße. Also ziemlich langweilig, aber ich muss sagen schon, die Landschaft gefällt mir bei weitem mehr, also lieber als Teltow-Fläming und Havelland. Wir sind in meinem geliebten Barnim endlich. Willkommen in Eberswalde. Wir sind gerade in Eberswalde angekommen. 64 Kilometer, es ist 7.12 Uhr, also gute Zeit. Ich bin zufrieden, trotz des Umwegs und der ungeplanten Reisewechsel. Ich muss sagen, es ist furchtbar. Also wir haben eine kurze Pause vor Eberswalde gemacht. Ich wurde von den Mücken erbarmungslos gebissen. Wir mussten schnell weg, also ich denke, an der Oder wird ganz schlimm. Ich freue mich total, in Barnim zu sein. Ich muss das wiederholen. Schönster Landkreis auf der Welt. Jetzt weiter geht's.
in Richtung Korin. Ich liebe Eberswalde, nicht nur weil sie eine super Position ist, super Lage für Touren, aber es ist wirklich eine schöne Stadt. Wir lassen uns schon Eberswalder hinter uns und wir fahren in Richtung Korin. Es geht bergauf. Korin ist auf meiner schwarzen Liste zusammen mit Rheinsberg wegen Kopfsteinpflasters. Ich habe jeden Zentimeter studiert von der Strecke. Ich bin gespannt. Dieser Weg ist sehr schön. Es ist ein europäisches Projekt, sehr gut asphaltiert. Korin, die Hauptstadt des Kopfsteinpflasters. Hier ein kleiner Abstecher zum Kloster Korin. Schon faszinierend, aber wir haben keine Zeit für einen Besuch. Zum Glück ist es zu, noch um 8 Uhr. Naja, ein anderes Mal gern, aber heute ist das Ziel Uckermünde. Das war das verdammte Abzweigung im letzten Jahr. Hier bin ich leider abgebogen. Es ist alles Kopfsteinpflaster, aber vom Feinsten. Also Leute, ich bitte euch vom Herzen, wenn ihr nach Korin oder durch Korin fahrt, bitte auf der Landstraße bleiben. Wunderschöne Stimmung hier. Selbst auf der Landstraße, wirklich eine schöne Landschaft. Also wir sind in Herzsprung und wir fahren in Richtung Oder und bei Stolpe kommen wir auf dem Modelnice Radweg an. Wunderschöner Weg zwischen, sagen wir, also Herzsprung von der Landstraße in Richtung Osten, Richtung Stolpe. Also es ist ein einziger Fahrradweg, asphaltiert, gut asphaltiert. Es geht bergauf, bergab. Wirklich schöne Landschaft mit vielen Blumen und Hügeln. Absolut zu empfehlen. Willkommen in Polen, habe ich die SMS bekommen. Wir sind in Stolpe angekommen, ich freue mich total. Jetzt sind wir an der Oder und es ist das erste Mal dieses Jahr, dass ich die Oder sehe. Ja, einfach wunderschön. Dort ist die Brücke. Es sieht nicht so aus, aber diese sind kleine, keine schöne Blaubeeren. Es ist einfach, ja, scheiße sozusagen. Also der Weg ist voll seit über 100 Meter. Wahrscheinlich sind diese Schafe es gewesen. Wunderschön wie immer, der Oder-Neiße Radweg. Ich freue mich total, es ist das siebte Mal, dass ich diesen Weg fahre. Und ich werde noch weiterfahren und ich freue mich auch, noch ein neues Stück von mir für mich zu fahren. Zwischen Mecherin ist neu auch für mich. Ich bin gespannt. Von hier kann man schon das Skyline von Schweden sehen.
Willkommen zurück, liebe Freunde, und willkommen in Schwedte. Also, ich sage das nochmal, Schwedte, schönste Stadt in Brandenburg, mindestens in Brandenburg, ist einfach wunderschön. Also hier diese Uferpromenade, ich habe schon ein paar Aufnahmen gemacht, immer die gleichen, wenn ich durch Schwedte fahre. Naja, also leider, also es ist 10.23 Uhr, ich habe schon mein Mittagessen gegessen. Naja, ich habe noch etwas, hoffentlich reicht es. Ja, also jetzt fahren wir weiter nach Norden. Also das einzige Problem soweit waren die Mücken. Also es ist unmöglich, eine Pause zu machen. Also hier in der Stadt nicht, aber auf der Strecke ist wirklich schlimm. Sobald man anhält, wird man angegriffen von diesen Mücken. Und ich bin so blöd, ich habe sogar einen Spray gekauft gegen die Mücken. Und ich habe sie zu Hause gelassen. Also ich habe Mundspülung dabei. Wahnsinn. Also alles mögliche, nutzlose Sachen. Und dann frage ich mich, wieso ich so schwer gepackt bin. Ja, nächstes Mal kleine Reminder. Ja, jetzt also genug gegessen und fahren wir weiter. Wir sind bei 106 Kilometer und es fehlen noch 120, 130. Also es geht mir gut, es geht uns gut. Mal gucken später. Und wie geht's dir? Mir geht's auch gut. Ja, wir alle mal. Banane schmeckt. Banane schmeckt. Und ja, aber bis jetzt gut gerollt heute. Kein ja, Wind. Kein Wind vor allem, ja, kein ja, Wind. Der Wind kommt am Nachmittag vor allem. Ja, gut, jetzt Kette Rex und weiter. Und hier in Schwedt bin ich anscheinend berühmt. Hier bin ich abgebildet auf einem Schild, während ich einen Döner esse. Cool. Guck dir diese Häuser an. Also, alles ist schön in Schwedt. Kilometer vor Garz, wir sind weiter auf den Oder-Neisser Radweg und hier verlassen wir definitiv das Wasser, die Oderauen, und wir fahren durch den Wald nach Friedrichsthal und dann nach Garz. Ja, leider hat es angefangen zu regnen, es war angekündigt, genau pünktlich um 11 Uhr. Naja, also ich hatte total Bock, diese Tour zu machen, ich habe das seit langem geplant. Einfach egal, also wenn ihr diese Strecke ein bisschen bei Sonne sehen möchtet, könnt ihr mein Video nach Stettin sehen. Dort war mega sonnig, aber ich freue mich total und ich hoffe noch, dass ein bisschen Sonne da später rauskommt. Dann weiter geht's. Ja, angenehm kühl, aber ein bisschen zu nass. Zu nass. Wow. Wir sind gerade in Friedrichsthal angekommen und wir stehen gerade vor der Umleitung, die schon letztes Jahr hier war. Es ist noch eine Baustelle. Das heißt, wir verlassen für 8 Kilometer den Oder-Neisser Radweg und wir fahren sowieso durch Garz. Ich werde leider Mescherin auslassen, ich erinnere mich nicht, weil sonst wird es zu lang. Leider ist es auch ein schöner Teil, nur der Weg ist ein bisschen mit Wurzel beschädigt. Dann fahren wir schon von Garz in Richtung Penkun und Löcknitz. Bis später. Ah, diese Mücken! Garz erreicht. Das Wetter scheint nicht besser zu werden.
hoffentlich ist im Norden die Situation ein bisschen besser. Ja. Tanto erreicht, das Ziel wird immer näher, also langsam. Aber ich mache mir Sorgen, also ich habe gerade gemerkt, ich habe 12 Kilometer mehr Umwege gemacht als der geplante Weg. Es wird hart. Also hier war der Weg hier zwischen Garz und Tanto. Ich bin nicht auf der Modernisse gefahren, ich habe abgekürzt. Es ist praktisch ein Kopfsteinpflaster getarnt als Asphalt. Es wurde schlecht asphaltiert, aber anscheinend ist es vorbei. So, jetzt, also ich weiß nicht, ob Sven noch weiter mitkommt, aber ich fahre weiter in Richtung Penkun und Löcknitz. Naja. Sven guckt das Schild, also die Karte, er überlegt, wie er nach Hause kommt. Vielleicht also mit zurückfahren. Wir sind hier am Bahnhof Tanto und ich gebe zu, zum ersten Mal im Leben überlege ich kurz, ob ich hier in den Zug einsteige. Also ich habe noch super Lust, ich bin nicht so müde, aber also ich frage mich, ob es wirklich machbar ist, jetzt noch 100 Kilometer, wenn es noch weiter regnet. Das Fahrrad ist schwer, die Straße ist schwer, die Beine werden schwer, das Navi spinnt, weil es nass ist. Und wenn etwas passiert, Platten. Ich fahre noch weiter jetzt. Ich gucke mal, mein letzter Bahnhof vor Uckermunde ist Löcknitz. Und ich gucke weiter. Wo ist der letzte Bahnhof? Löcknitz. Wir sind fast in Penkun und wir sind in einem neuen Landkreis, also vor Pommern-Greifswald, also ganz spannend. Ja. So, liebe Freunde, Sven fährt jetzt zurück nach Hause, in Richtung nach Hause. Ja. Es tut mir leid, Sven, dass du auch an dieser Tour teilgenommen hast. Ich hoffe, es hat teilweise Spaß gemacht. Ja, war schön. Wir haben uns ja selber ausgesucht. Ja. So, in dem Sinne. Ja, ich wünsche dir was, komm gut an. Danke, gute Fahrt nach Hause. Wa? Ja. Und wir hören uns. Wir schaffen das beide. Ja, wir gucken Strava, wo wir angekommen sind. Gut. Dann tschüssi. Tschüss. Kleine Pause hier auf dem Weg nach Löcknitz. Hier auch mein Fahrrad ist ein bisschen demotiviert, so schmutzig nach dem Regen. Ja, ich war wirklich demotiviert und ich gebe zu, also zum ersten Mal habe ich quasi aufgehört an mich selbst zu glauben und ich dachte, ich schaffe es nicht mehr. Ich musste verschlucken, dass ich den Zug nach Hause nehme. Dann habe ich Wolfmensch auf dem Velo angerufen, um einen Rat zu bekommen und er hat mich wieder mega motiviert und obwohl er nicht mitfährt, also er meinte, fahr weiter. Das werde ich machen. Es sind 75 Kilometer. Ich schaffe es locker. Ich hoffe nur, dass es nicht regnet, aber auch wenn es regnet, egal. Dann weiter. Erstes Schild, wo ich Uckermunde sehe. Juhu! Löcknitz erreicht, eine große Etappe auf dem Modernizer Radweg. Jetzt also, wenn es weitergeht, hier ist der letzte Bahnhof vor Uckermunde. Es gibt kein Zurück. 50 Kilometer noch. Weiter.
Leute, ihr könntet das nicht sehen mit dem Weitwinkel, aber ich sehe in der Ferne Sonne, zumindest blauer Himmel. Und das könnte meine Richtung sein. Es fehlen ungefähr, also ich schätze 45 vielleicht noch, 40. Und ich hoffe noch auf Sonne, auch wenn es sie am Ende der Tour rauskommt. Epic Moment, die Sonne ist raus bei 190 Kilometer. Also es ist wirklich eine schöne Überraschung. Dort ist, ich sehe noch, also in meine Richtung ist noch ein bisschen wolkig. Eigentlich sind die Nuckermunde noch Regen, ist noch Regen angesagt. Aber das war eine gute Belohnung nach so viel Wasser. Also meine Hoffnungen wurden erfüllt. Ich freue mich nur wirklich, wenn ich diese nasse Socken ausziehen kann. Das ist das Einzige, was unangenehm ist. Ja, also wir fahren weiter jetzt, ich glaube 30 Kilometer von Uckermunde. Und ich muss sagen, also trotz des Regens und allem, ich habe wirklich diesen Radweg genossen. Also es ist wunderschön, absolut empfehlenswert. Also der Oderneisser Radweg, dieser Teil, also ich habe den Oderneisser Radweg bis Guben gesehen und ich muss sagen, also dieser nördliche Teil ist 100-mal besser als der südliche Teil bis, also sagen wir Köstrin, Frankfurt-Oder, Eisenhüttenstadt, wirklich abwechslungsreich und schöne Landschaft. Noch 40 Kilometer. Und jetzt kommt die Gegenwindpassage leider. Das ist eigentlich der Wind, den ich mir schon früher erwartete. Jetzt wird ein bisschen schwer. Es ist genauso oder sogar schlimmer als Wittenbergen, meine Tour nach Wittenbergen mit Böen bis 60 km/h. Einfach Kopf runter und runter schalten. Meine liebe Radelmaus, wie ich hier ja am Bildschirm per Live-Tracking mitverfolgen kann, zeigst du im Wind wieder, wer Herr im Haus ist und siegst gegen ihn, ringst ihn nieder und hast du das schon deine 200 Kilometer in den Beinen und lächelst immer noch den Wind weg. Ich finde das wieder mal toll und ich drücke dir die Daumen, dass auch die weiteren Kilometer pannenfrei bleiben und dass du jetzt den Teil, der jetzt kommt, auch so richtig genießt. Es ist wunderbar und alles ist nur Kindergarten gegenüber dem, was du schon geschafft hast. Und der Wind, ne, was ist denn Wind für dich? Nichts. Immer eine Hand am Lenker und eine an der Kamera, bitte. Tschüss. Wunderschöner Radweg hier im Wald. Es ist auch ein Highlight in Komoot eingetragen. Und ich bin so dankbar, dass es nicht regnet, weil es wäre mega sandig und matschig. Und es ist wirklich wunderschön. Ein Top-Abschluss für diese Super-Tour. Jetzt fehlen 20 Kilometer bis Uckermunde. Heute muss ich die Zähne zusammenbeißen. Ich bin sehr müde, muss ich zugeben. Beinschmerzen, Knieschmerzen sind dabei, aber ich freue mich. Bis später.
ocean blinds, try to reach for the city lights. This ain't where I belong. Ich muss ständig anhalten, auch weil es hier wirklich wunderschön ist, wunderschöner Wald, wunderschöner Weg. Also es sind 20 Kilometer Grevelstrecke vor Uckermunde praktisch. Also 20 oder 25, weiß ich nicht. Aber sehr, sehr anspruchsvoll. Also noch schlimmer als der Berlin-Leipzig. Der war wirklich gut zu fahren. Hier ist wirklich voll mit Steinen und es ist super holprig. Also mit 7 Bar ist kein guter Wurf. Jetzt fehlen, ich glaube, 18 Kilometer bis Uckermünde. Ich hoffe, dass das Wetter nicht schlimmer wird wieder. Dann beeile ich mich. Da in der Ferne ist der Stettiner Hafen. Endlich. Also ich habe was Falsches gesagt. Also die Grevelstrecke ist nicht eigentlich 20 Kilometer, aber sondern nur 10. Also nicht so schlimm im Grunde. Dieser Plattenweg ist schlimm. Mit diesem schönen Hintergrund möchte ich mich von euch verabschieden hier. Ich bin in Uckermünde angekommen, also gut angekommen. Die letzten 10 Kilometer waren wirklich hart mit Böen bis 60 km/h im Gegenwind. Ich hatte es mir nicht so erwartet, muss ich sagen. Aber egal, auch sage ich, bin angekommen, ich bin überfroh. Also heute habe ich noch einen Rekord gestellt mit Kilometer. Was will ich mehr? Aber heute habe ich wirklich was Wichtiges gelernt. Also heute ist alles schief gelaufen, was schief laufen konnte. Am Anfang mit der Tasche umpacken, zurückfahren, dann die falsche Strecke im Navi hochgeladen und wieder die Strecke korrigiert, Umweg mit 12 Kilometern mehr. Der Regen ziemlich unerwartet. Also und ja, alles. Also das heißt also, nicht immer läuft alles wie geplant und man muss das einfach, man muss sich anpassen und nicht aufgeben. In dem Sinne auch ein großer Dank an Sven, der ein Teil mitgefallen ist und mich unterstützt hat. Vielen Dank Sven und vielen Dank an Ronald auch, der mich weiter auf dem Weg motiviert hat, als es mir nicht so gut ging, wo ich dachte, dass ich vielleicht nicht schaffe. Ja, ich kann selbst nicht glauben, dass ich es geschafft habe. Und jetzt, also ich würde mich trauen, jetzt noch weiterzufahren und meine Tour des Jahres zu machen. Ich spoilere das schon, wir sehen uns in 2 Wochen. Ich fahre nach Swinemünde auf Usedom. Ich freue mich total und ein großes Lob wieder an mein Rad. Echt, beste Rad der Welt, beste Rad der Welt. So, jetzt, also vielleicht gucke ich mir, vielleicht, ich möchte mich morgen Uckermünde angucken. Jetzt suche ich meine Unterkunft. Ich hoffe, es ist nicht weit. Also es ist noch nicht vorbei. Ich werde noch ein paar Aufnahmen drehen. Ich bin echt kaputt heute, muss ich sagen. Ich bin sehr, sehr müde. Heute war schwierig, aber die schwierigste Tour bleibt die Tour nach Wittenberg im Gegenwind. Also das muss ich nochmal bestätigen. So, in dem Sinne, genug geredet, ich habe keine Stimme mehr, ich will einfach ins Bett oder etwas essen.
Wir sehen uns nächstes Mal. Bis zur nächsten Tour und immer eine Hand am Lenker lassen. Das ist der beste Hamburger der Welt.